Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Leibniz-Kolleg Hannover. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Sendereihe Dozenten stellen sich vor. Ich begrüße heute Frau Nadine Pfeiffer. Frau Pfeiffer, herzlich willkommen im Leibniz-Kolleg. Bitte stellen Sie sich auch kurz unseren Zuschauern vor. Danke, Herr Wotschke, gern. Mein Name ist Nadine Pfeiffer. Ich bin 35 Jahre alt, lebe in Hildesheim und ich mache Face Reading, Psychophysiognomik, mache ich seit 10 Jahren. Habe danach noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und auch zur Mediatorin. Sie sind ausgebildete Gesichtsleserin und haben eben beide die Begriffe Face Reading und Physiognomie genannt. Was genau darf man sich darunter vorstellen? Im Grunde meint es das Gleiche. Face Reading ist einfach nur der englische Begriff. Und Psychophysiognomik ist der Begriff der jahrtausenden alten griechischen Lesart des Gesichtes und besteht aus drei Worten. Zum einen aus der Psyche, damit ist das gesamte innere Wesen eines Menschen gemeint, die Persönlichkeit, Charakter, Talente, Glaubenssätze und auch aus der Physis, das heißt, die gesamte äußere Erscheinung wird gelesen, die Körperform, die Kopfform, die Gesichtsform. Und das dritte Wort, die Gnomik, meint das Erkennen. Es geht also darum, das Innere eines Menschen im Äußeren, in seiner äußeren Erscheinung zu erkennen. Wir freuen uns natürlich, mit Ihnen zusammen im Leibniz-Kolleg ein absolut neues und innovatives sowie umfangreiches Ausbildungsprogramm zu diesem Thema starten zu können, nämlich die Ausbildung zum Face-Reader. Was dürfen die Teilnehmer erwarten von dieser Ausbildung? Die Ausbildung ist speziell konzipiert für Menschen, die mit Menschen arbeiten. Die Menschen helfen, sich zu entwickeln oder ihre Themen anzugehen. Das heißt zum Beispiel Menschen, die psychologisch arbeiten, die therapeutisch arbeiten, für die ist es ein Zusatzinstrument. Und inhaltlich wird es darum gehen, dass wir lernen, die Formen zu erkennen. Also was sagt die einzelne Form und wofür steht die Form? Was bedeutet das? Und werden sehr praktisch arbeiten. Das heißt, wir machen sehr viele Bildanalysen. Arbeiten aber auch viel in der Gruppe miteinander. Also die Gruppe sollte dann auch bereit sein, sich selbst zu reflektieren, weil wir dort eben auch die Formen lesen und dann zu arbeiten. Und wir werden auch Analysegäste einladen, also fremde Menschen, die dann zu uns kommen, die dann eine Analyse bekommen, die etwas über sich gesagt bekommen. Und das hilft dann den Teilnehmern, ein Feedback zu erhalten, das zu üben und von einem fremden Menschen eben zu hören, ja, stimmt, was du über mich siehst. Das ist der Sinn davon. Also viel Theorie und vor allem sehr viel Praxis. Leibniz-Kolleg Hannover trägt natürlich in seinem Namen eine berühmte Persönlichkeit, sprich Gottfried Wilhelm Leibniz. Und können Sie anhand eines Bildes, was wir jetzt kurz einblenden, etwas über die Person und den Charakter von Herrn Leibniz uns erzählen? Kann ich. Und zwar, wenn Sie sich das Bild von Herrn Leibniz anschauen, den Kopf, dann sehen Sie, dass die Stirn relativ viel Raum einnimmt und sehr hoch ist. Und eine solche Stirn sagt über einen Menschen aus, dass es jemand ist, der sehr gerne denkt, der gerne viel denkt, der gerne sein Gehirn benutzt. Dann sehen wir im Mittelgesichtsbereich, dass seine Nase relativ lang ist und dass er hier einen kleinen Höcker auf der Nase hat. Und eine lange Nase steht dafür, dass es jemand ist, der sehr strukturiert, sehr planmäßig seinen Weg geht. Und dieser Höcker steht dafür, dass er viel Willenskraft besitzt und sehr, sehr viel Fleiß, also sehr gerne auch arbeitet. Dann, wenn wir weiter nach unten schauen, in den Untergesichtsbereich, sehen wir die Umsetzungsebene, also wie setzt er das um, was er sich vorher überlegt hat, was er geplant hat, wie macht er das mit seinem ein bisschen breiten Kinn. Das heißt, so ein bisschen wie ein Manager, so ein Managerkind, der sagt, okay, komm, ich ziehe das jetzt durch, wie ich es mir überlegt habe. Und dann sehe ich noch die recht schmale Oberlippe. Und die schmale Oberlippe steht dafür, dass er jemand ist, der eher Schwierigkeiten hat, sich emotional zu öffnen. Gut, Manager müssen ja auch gecoacht werden. Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, der Herr Leibniz würde zu Ihnen zum Coaching in Ihre Praxis kommen. Da wäre ich überrascht. Aber wenn jemand wie Herr Leibniz in meine Praxis käme, dann wüsste ich aufgrund seiner Physiognomik, wie er aussieht, dass er jemand ist, der eher Schwierigkeiten damit hat, abzuschalten, eher viel, sehr viel geistig aktiv ist und durch die Schwierigkeit, mit der Oberlippe sich emotional zu öffnen, wohl auch in engen Beziehungen eher ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ob er jetzt deswegen zu mir kommt, muss ich natürlich erstmal erfragen.
Gut, das können wir natürlich nicht mehr fragen, aber trotzdem ein absolut spannendes Thema, auf das sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen dürfen und auch dann erwarten dürfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Pfeiffer, für Ihren Besuch hier im Leibniz-Kolleg und wir werden uns sehen beim Face-Reader der Ausbildung. Danke für die Einladung. Bitte. Freuen Sie sich mit uns auf die Ausbildung zum Face-Reader. Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie selbstverständlich auf unserer Webseite leibnizkolleghannover.de.